Kinder, heute ist der 22. Dezember. Und da lese ich euch wieder Geschichte vor. Jetzt geht es nur noch 2 Tage bis zum Christkindl. Plötzlich schreckte Lea aus dem Schlaf. Sofort holt ihn die Ereignisse des letzten Tages wieder ein. Was sollte er nun tun? Fliehen? Es war seine einzige Möglichkeit. Um keinen Preis wollte Leo zurück ins Heim. Die Vorstellung, wieder zwischen unzähligen Kindern zu leben und sich doch so einsam und allein zu fühlen, jagte ihm Angst ein. Also musste er fort von hier, fort von dieser Stadt, vom Stall und von Oma Frieda. Dieser Gedanke schmerzte ihn. Er fühlte sich wohl hier. Zumindest so wohl, wie man sich fühlen kann, wenn man kein richtiges Zuhause hat. Es würde schwer werden, einen neuen Unterschlupf zu finden. Irgendwie, irgendwo, weit fort von hier. Mit einem Mal fühlt er sich ganz verloren. Die Welt schien ihm plötzlich unendlich groß. Leo vergrub sein Gesicht in der Bettdecke, um das Gefühl der Verlorenheit loszuwerden, um nichts mehr sehen zu müssen von dieser Welt, die zu riesig für ihn war. Verzweifelt, Tränen rannen über sein Gesicht und ihm wurde ganz heiß. Sein Kopf pochte, er war ja immer noch krank. Trotzdem stand er auf, zog sich sein Pullover über den Kopf und verließ schweren Herzens das Haus. Tschüss, Kinder. Hier wirklich gern vorgelesen. Ich wünsche ganz ein schönes Weihnachtsfest. Ciao.